Hallo Tamara. Hallo Carlos. Das ist wieder keine Stadt, oder? Voll seriös. Ja. Hallo Tamara. Ja, hallo Carlos. Wie geht es dir? Danke, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir? Sehr cool. So, du bist jetzt heute das erste Mal bei unserem Podcast dabei. Mhm. Okay, wir versuchen schön zu sprechen. Mhm. Okay, genau. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einmal ganz am Anfang starten. Wie bist du zum Tätowieren gekommen? Ah, so weit am Anfang? So weit, ganz, okay. Ganz vorne, in der Steinzeit. Wie bin ich zum Tätowieren gekommen? Durch einen Zufall? Nein, eigentlich war mir nur langweilig und ich habe dann spontan eine E-Mail geschrieben an verschiedene Tätowierer und ja. Wir waren die Einzigen, was geantwortet haben. Nein, der Patrick, der Sundl, hat nach einem halben Jahr geantwortet. Okay, und hat dann gesagt, melde dich bitte bei uns. Ja. Nein, der hat schon gewusst, dass ich da bin. Okay. Ja. Ja, cool. Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie kommt man jetzt ursprünglich auf die Idee, dass man Tätowierer werden will? Ich denke, dass das ja interessant ist, oder? Das ist ja so ein Beruf, der was jetzt so alltäglich ist. Ich habe nie darüber nachgedacht. Nie. Das war... Ja, aber du musst ja dann irgendwie den Entschluss fassen und sagen, okay, ja, ich will Tätowierer werden, jetzt schreibe ich die E-Mail. Nein. Wie nein? Nein. Das war... Also ganz komplett spontan. Das heißt, du bist da am Computer gesessen? Das war von einer Laune raus, ja. Okay. Ja. Schwierig. Ja, wirklich. Okay, die Story wird nicht besser. Nein, sorry. Dann bist du zu uns gekommen und wir haben uns dann geeinigt, oder? Kann man das so sagen? Ja. Genau. Wie lange tätowierst du jetzt? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückblickst, wie schwer ist denn so eine Tattoo-Ausbildung? Alle Ausbildungen, was du jetzt so in deinem Leben bisher gemacht hast? Ich muss schön sprechen, warte. Ja. Es ist ganz schön schwer. bis jetzt die schwerste Ausbildung, was ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Warum? Weil sie sehr viel mit Selbstbewusstsein, mit der Persönlichkeit zu tun hat und ist ein schwerer Weg und wird noch ein schwerer Weg. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt so kurz aufrollen darf, deine Worte, warum hat es sehr viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun? Kannst du das einmal ein bisschen näher bringen, was das ist? Man tätowiert Menschen, die haben das Tattoo ihr Leben lang und man sollte sich vorher darüber Gedanken machen, wie es ausschauen sollte. Die muss bewusst sein, dass das der Kunde immer hat. Und es muss die Qualität passen, es muss zum Kunden passen, meiner Meinung nach. Und wenn da halt irgendwie dann das nicht so 100% hinhaut, soll es die Haut sein, egal was, nockt das am Selbstbewusstsein. Auch wenn es gar nicht so auffällt oder so schlimm ist, aber... Mhm. Das heißt, du nimmst das Ganze dann auch sehr ernst? Mhm. Sonst würdest du nicht auf dein Selbstbewusstsein gehen, oder? Mhm. Was waren denn das für Fälle, wo du jetzt sagst, okay, da hat es mich wirklich hart getroffen? Hast du irgendwas in Erinnerung? Was sagst du, das Tattoo war für mich? Bei mir kommt die Einstellung eher von meinem eigenen Tattoo, was ich habe. Mhm. Da das eigentlich eine große Bedeutung hat und natürlich gehört es jetzt zu mir und es ist okay, aber es hätte eigentlich anders ausschauen sollen. Das heißt, du warst in einem Tattoo-Studio? Genau. In einem professionellen? Genau. Hast du die Vorlage ausgesucht und die dann nicht gekriegt? Genau. Mhm. Also einmal richtig getroffen, genauso, ja. Okay. Aber
ich würde es trotzdem nochmal nachhocken. Du bist mal ein bisschen ausgewichen. Scheiße. Was war jetzt das Tattoo, gell, was für dich jetzt am meisten an dein Selbstvertrauen genommen hat? Ich meine, wir brauchen jetzt ja nicht da jetzt alles scheren, oder? Das hat man als Tätowierer, ich habe 30 Jahre tätowiert und habe das immer wieder mal gehabt, wo ich halt einfach mit meiner Arbeit nicht so zufrieden war. Und ich glaube, da geht es jedem gleich, wir sind Menschen und der eine Tag da geht es leichter vor der Hand, am anderen Tag geht es einfach schwerer vor der Hand. Oder oft weiß man auch gar nicht, woran liegt es jetzt genau, es ist die Haut, es ist einfach so Nuancen sind. Das heißt, das macht ja jeder einmal durch. Und darum würde mich jetzt einfach interessieren, was das für dich jetzt, welches Motiv das bei dir war, was dich jetzt wirklich so gefordert hat, oder welches Tattoo das war, was dich so gefordert hat, wo du dann nachher gesagt hast, okay, da bin ich jetzt von meinem Selbstvertrauen echt einige Tage hinterhergehängt. Das ist echt schwer zu beantworten, weil echt viele sind. Also, nein, es ist immer irgendwas, es ist bei keinem, wo ich immer denke, boah, ja, das war jetzt richtig cool. Mir fällt immer irgendwas ein, was mir nicht gefällt. Da muss man aber jetzt auch dazu sagen, dass das ja bei dir auch wirklich vom Typ jetzt her ist. Ne? Du bist ja ein sehr selbstkritischer Typ. Und selbst wenn man zu dir sagt, boah, der Mara, das hast du halt echt cool gemacht, dann ist das für dich nie so leicht anzunehmen, weil du halt immer denkst, das war jetzt gar nicht so cool. Es geht noch besser. Das geht ja immer, ne? Ja, aber es ist so, bin mein größter Feind, ja. Okay, das heißt, du liebst es, deinem Selbstvertrauen Stiche zu verursachen. Ja, nein. Eigentlich eher, dass ich mich selbst herausfordere, immer und immer wieder. Mhm. Und das ist nicht immer die Qualität, das sind immer verschiedene Sachen. Wenn das jetzt Kleinigkeiten sind, dann habe ich oft das, oder genaue Sachen, dann kommt man nach einer gewissen Zeit in das, man wird immer schneller und man wird immer schneller und dann die Selbstbeherrschung dann zum Halten, dass das okay ist und dass man durchschnauft und trotzdem Qualität liefert, das sind dann immer wieder neue Herausforderungen. Das heißt, du redest das von der Routine? Ja. Dass die Routine praktisch jetzt nicht so, Routine ist ja an sich ja nicht schlecht, wenn man es in einem gesunden Maße ausführt. Und für die ist das praktisch, dass du bewusst immer darauf hin drängst, die Routine nicht so als selbstverständlich herzunehmen. Genau, aber wenn ich weiß, das sind jetzt gewisse Sachen, was jetzt nicht so, weil sie halt in 2 Jahren nicht mehr ersichtlich sind, aber das sollte ja nicht der Sinn der Sache sein. Mhm. Du hast gestern so einen Tiger gemacht, den ganz klar. Ja, genau. Ja. Warum genau? Das war so ein paar Mal der Moment da, wo man sich denkt, so, eigentlich könnte es schneller gehen, aber eben dann halt das nicht schneller zu machen, sondern sich Zeit zu nehmen. Also das sind ein paar kleine Motive, wenn sie jetzt so hyperrealistisch sind. Dann ist natürlich ist eine Versuchung, dass man denkt, du pass auf, was denkt denn jetzt meine Kundin, weil es ist ja nur 10 cm groß und ich scheiße den ganzen Tag dabei rum. Aber es kommt ja nicht auf die Größe drauf an. Also, okay. Beim Tattoo. Okay, ja. Ja. Sonst weiß ich es nicht. Stimmt. Okay. Themawechsel bitte. Ja. Aber wir kennen das Tattoo-Thema. Nein, ich habe ihn vorhin verloren. Beim Tattoo-Thema. Das heißt, dass die Größe jetzt nicht ausschlaggebend ist, sondern einfach, wie aufwendig das ist. Und man kann auch in kleinen Tattoos mit 10 cm genauso aufwendig arbeiten, als wenn es jetzt 40 cm groß ist. Ja, das stimmt. Genau. Man braucht gleich viel Zeit. Aber es ist anstrengender, finde ich. Für die, wenn die auch was genauer schauen muss. Ja, und weil mein Fortschritt nicht so schnell ist. Weil es dann so langwierig wird. Und immer, man kommt nicht weiter und man sieht nicht viel Ergebnis von einer Stunde Arbeit und es passiert nichts. Und das ist sehr mühebend. Ja, sehr. Okay.
heute hast du ja Tattoo gemacht wieder. Ah ja, wieder sonst. Okay, auch wieder sonst. Heute hast du praktisch bei einer Kundin, da haben wir sogar schon mal mitgefilmt, wo wir aber nie ein Video gebracht haben, weil wir dann Probleme gehabt haben. Genau. Und hast gemacht so Rosen, glaube ich, das letzte Mal, oder? Genau. Und heute hast was hast du heute dazu gemacht? Schön sprechen, Carlos. Ja. Rosen und Totwerkmandala. Und Geometrik, oder? Naja, Geometrik, ja genau. Totwerking, ja, okay. Ja, ja, okay. Habe ich vergessen. Gut, dass ich besser weiß, was du heute gemacht hast wie du. Das war okay. So ein Motiv, was so langwierig ist. Mhm. Was war da die Herausforderung? Für mich heute eher das, darüber nachzudenken, wie wir das nächste Mal weitermachen. Mhm. Das war heute ein bisschen schwieriger, weil das nächste Motiv das Mandala am Ellbogen wird. Und dass ich da dann halt nicht Probleme mache vorher, die ich eigentlich jetzt schon lösen kann oder auf achtsam sein kann, darauf, dass wir uns da nicht im Weg sind dann beim nächsten Mal. Das heißt, es ist für dich wahrscheinlich eine eher ungewohnte Situation, weil du normalerweise hergehst und die Vorlage immer penibelst genau vorbereitest, oder? So jeden Zentimeter wird vorplant, wo was hinkommt. Und das geht bei sowas jetzt nicht. Das ist vorplant. Okay. Das nicht geht, ist vorplant. Ja, das stimmt. Ich habe immer alles vorgeplant mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, dass meistens nicht funktioniert. Mhm. Also es ist nicht, ich versteife mich nicht auf den Plan, dass das jetzt genauso ausschauen soll, wie wir es geplant haben, weil es zu 90% nicht funktioniert. Und warum machst du es dann überhaupt, wenn es nicht funktioniert? Genau solche Gründe, weil ich vorher wissen will oder will, wo könnten Probleme auftauchen. Das heißt, du und dann nicht nach und Abstriche machen und... Mhm. Sondern du riechst das ein Worst-Case-Szenario zurecht, ziemlich. Wo du dann ein paar Antworten drauf hast. Ziemlich. Und hoffst, dass die dann funktionieren. Nein. Also ich finde schon, dass ich ja dann schon noch sehr flexibel bin, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also so null Plan geht nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, wo wir das gehabt haben. Das haben wir erst einmal gehabt, so mit null Plan. Mit null Plan, ja. Haben wir gehabt, vorige Woche. Da habe ich bei irgendwas reingekriegen. Ja, leicht. Bei so einem Cover-Up. War echt zuerst ein richtig cooles Motiv. Und jetzt weiß ich noch nicht, was passiert draus. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Aisha hier, Cover-Up. Ah, das von der Aisha ist das? Das von der Aisha ist das. Ah, ja, stimmt. Da hast du eine Gitarre, glaube ich, über Cover-Up mit Rosen oder so. Du bist gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Mhm. Mit einem Gesicht. Ein Wolf? Das wissen wir noch nicht, das ist dein Plan. Mhm. Nicht mein Plan. Okay. So, das heißt, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man jetzt eben sich auf Tattoos vorbereiten kann oder Forderungen vorbereiten kann. So wie ich bin ja immer hergegangen und habe das am liebsten immer vor Ort gemacht. Furchtbar. Ja. Aber ich glaube, was schon mal Vorteil war, dass ich halt hergegangen bin und auch gewisse Jahre Erfahrung gehabt habe und einfach schon leichter gewusst habe, wie ich was kombinieren kann. Ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist. Also ich glaube ja, wenn du jetzt 25 Jahre tätowierst, dass du dann auch nicht mehr so viel Kopf drum machen musst, weil du einfach schon so viele Erfahrungen gesammelt hast, von Kombinationsmöglichkeiten, wie du die Sachen herangehen kannst, dass dann, glaube ich, sehr viel Zeit sparst da. Wobei ich ein Fan bin, das muss ich auch sagen, ich war immer noch zu faul, aber ich bin ein Fan von denen, wie ihr das macht, dass sie hergeht und euch da vorbereitet, weil ich schon wichtig finde, dass man sich geistig mit dem Tattoo auseinandersetzt. Ich glaube, dass man dann der ganzen Sache einfach viel gerechter wird, so wie wir es am Anfang gesprochen haben mit Verantwortung gegenüber den Kunden. Genau, weil ich kann ja nicht vorher sagen, das funktioniert so und dann weiß ich es nicht, weil jetzt der Arm dünner ist als wie der andere oder länger ist oder kürzer ist und dann geht sich das nicht mehr aus. Mhm. Also ich gehe ja meistens her ins Stencil, also mache den Abdruck im Vorhinein schon komplett fertig. Ändern kann ich es immer noch. Mhm. Aber so von null ist bei der anderen Kundin mit dem Cover-Up für mich echt eine Herausforderung. Mhm.
zu verstehen, was du im Kopf hast. Weil es ja, das dann umsetzen, was ein anderer im Kopf hat, war, ist schwieriger als wie. Ist eigentlich fast nicht möglich. Danke. Danke für die Aufgabe. Ja, aber da war ja gar nicht so der Ansporn jetzt dran, dass du hergehst und meine Gedanken umsetzt, sondern der Ansporn war ja eher dran, dass du einfach hergehst und sagst, okay, ich gehe jetzt her und löse die Situation, weil es jetzt einfach jetzt mal so ist, jetzt habe ich halt keine Vorbereitung und jetzt komme ich auch klar damit, was du ja tun wirst. Und auch sehr klar gekommen bist damit. Muss ich, jetzt hilft es ja nicht mehr. Genau. Ja, cool. So, jetzt sind wir ein bisschen von unserem heutigen Tattoo wieder abgekommen. Ah ja. Okay. Was war denn da jetzt praktisch die Herausforderung? Du hast das kurz gesagt, eben das Vorausdenken aufs nächste Mal, was du weiter tun wirst. Hat es vor der Platzierung, ich habe gesehen, du hast beim Platzieren auf ganz schön mal dumm trickst. Hat es da noch Herausforderungen gegeben? Hat auch wieder mit dem dann am Ellbogen zu tun, dass wir dann mit der Größe auch hinkommen und immer nicht im Weg bin. Mhm. Aber da war eigentlich echt nur mehr, was besser wirkt. Also wir sind dann von echt klein auf ziemlich groß. Mhm. Und die Entscheidung finde ich gut, weil es ist einfach harmonischer dann wieder wirkt. Und deswegen sage ich ja, vorher war geplant, das Mandala war nie geplant, was wir heute gemacht haben. Und es ist auch okay. Ja, cool. Wie ist bei deiner Kundin mit Schmerz verhalten können? Voll okay. Okay, das ist ja immer richtig tough, oder? Ja, war total okay. In der Beuge dann war es ein bisschen schwieriger, aber sie war tapfer und hart im Nehmen. Also, war nächstes Mal Ellbogen, der wird ein bisschen blöder. Ja, aber du machst ja Totwerk auch, oder? Ja, haben wir bei der Birgit auch. Ja, also Totwerk ist ja nicht so tragisch jetzt. Okay. Das ist ja tätowieren für Mädchen, Totwerk. Nein. Okay. Das ist ja bei beiden nicht so. Nein, ich hole die Birgit her und die unterschreibt das. Ich muss sagen, dass das Totwerk von der Birgit hat von Anfang an mehr weh dann als das von der Julia. Mhm. Ja, weil wahrscheinlich die Birgit grober ist. Stimmt, da hat Rasieren schon weh dann. Stimmt, ja. Nein. Aber Totwerk, Totwerk ist scheiße. Es tut weh. Es tut echt weh. Dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich habe immer gesagt, Totwerk tut nie weh. Also tut nicht so weh. Das war immer so mein Spruch, aber nein, tut mir leid. Ich habe gelogen. Okay. Ja, cool. Dann sage ich einmal danke fürs Gespräch. Bitte gerne. Falls ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben wollt, würden wir uns sehr darüber freuen. Falls ihr uns ein Abo da lassen wollt, würden wir uns auch sehr darüber freuen. Ein Like ist super. Und was fällt noch her? Die Glocke fehlt noch. In diesem Sinne, schönen Dankeschön. Abend. Okay. Du darfst auch noch mal in die Kamera winken. Ich habe schon gerade gewinkt. Da hat sie nicht auf dich geschaut. Da hast du ins Leere gewinkt. Warte, was? Was? Warte, 1, 2, 3. Okay, das war ein bisschen botschert. Ich denke mal. Baba. Kriegen wir das hin? Auch mit dem Botschaften winken. Maike, der Winker war so schön vorher.